So, Moment, irgendwas ist anders. Ihr seht's schon. Ja, da unten die Leiste, das Menü, die Texturen, das blökende Schaf hier irgendwo, was hier rumläuft. Da hinten ist es. Ja, ich habe mich dann doch entschieden, Carbon, ja, abzusägen. Ganz einfach deswegen, weil es halt eben nicht geupdatet wurde, Probleme gemacht hat und bla. Von daher ist jetzt ja wieder original mein Test ohne Unterspiel, sondern wirklich rein nur Anführungszeichen Vanilla mit halt entsprechenden Mods. Oh, der Apfel ist weg. Das funktioniert jetzt übrigens. Ja, Modliste habe ich natürlich geupdatet, ist unten in der Beschreibung und ich bin noch nicht so ganz 100% zufrieden. So ein paar Sachen sind noch ein bisschen scheiße. Unter anderem die Fackeln, die halt immer noch so ein bisschen 2D sind. Weil ich habe die Mod, die die Fackeln in Carbon 3D gemacht hat, irgendwie noch nicht so richtig identifizieren können. Die eine 3D-Fackelmod, die es gibt, sieht ein bisschen anders aus. Ich finde die Fackeln da ziemlich hässlich. Aber gut, es ist jetzt Vanilla Minecraft mit Mods. Ja, also man sieht auch so ein bisschen von den Texturen. Es sieht alles ein bisschen anders aus. Stört mich aber nicht wirklich weiter, bis auf die Tatsache, dass hier, ja, irgendwie. Ne? Also, ja, ich weiß nicht, wer da dran muss, der Texturenmacher oder der Mod-Ersteller. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall noch nicht so ganz optimal. Hier ist übrigens mal dieses Säurezeugs, Wasser, Giftwasser gewesen. Muss ich mal gucken, wo das herkommt. Ansonsten funktioniert soweit alles. Die Mod mit dem Schafe ernten. Halt die Fresse. Das haut soweit alles wieder hin. Ich habe jetzt doch tatsächlich nicht die Mod genommen, die Meldrian auch nutzt für sein Let's Play, sondern habe dann da genommen, die Mod genommen, die auch in Carbon genutzt wird. Es ist mir nämlich irgendwie aufgefallen, ich glaube, das läuft ein bisschen besser mit der Mod. Die andere Mod hat auch ein paar mehr Fehler gehabt. Dann ist mir was aufgefallen. Vielleicht sieht's ja der eine oder andere jetzt schon. Wollen wir mal durchzählen? Eins, zwei, drei. Die ist neu, aus irgendwelchen Gründen. Die ist jetzt beim Rumprobieren und Testen irgendwie dazugekommen. Oder war die schon immer da und ist mir nur nie aufgefallen? Eins von beiden, sucht euch was aus. Auf jeden Fall, ja, jetzt haben wir drei Nyan Cats dann rumfliegen. Ansonsten hat sich, ich kann es immer noch nicht, ansonsten hat sich nicht viel getan. Außer, dass hier hinten noch irgendwo so ein Nyan Cat im Baum sitzt. Glaube, da hinten irgendwo in dem Bereich. Die Texturen muss ich mal schauen und ansonsten würde ich sagen, machen wir mal eben erstmal so ein bisschen weiter. Weil im Keller, da sind wir ja noch lange nicht fertig, ne? Ich habe auch noch mal überlegt, ob ich vielleicht die Decke, ich meine, jetzt geht's ja noch, ob ich die Decke ein höher mache. Ganz einfach, weil ist so. Ja, das ist schon eine Überlegung wert, ne? Ich meine, hier ist es ja auch. Hier ist die Decke halt auch noch irgendwie noch höher. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da ist dann das oben zu. Das ist natürlich deutlich höher. Könnt ihr mal eben ganz kurz testen, wie das aussieht? Ah ja, das ist übrigens, wenn man jetzt Sachen abbaut. Die Mod fand ich eigentlich ganz geil. Wenn man Sachen abbaut, die landen nicht sofort wieder im Inventar, sondern die fallen erstmal zu Boden. Und man kann sie dann entsprechend einsammeln. Finde ich ganz cool eigentlich. Ich glaube, das lasse ich auch so. So, wie wollen wir das denn machen? Hier direkt dran, ne? Zack. Na, zack. Kann das sein, dass das Field of View auch so ein bisschen angepasst ist in dem Original und in Carbon ist es unterschiedlich? So. Obwohl, nö, geht, ne? Dann lassen wir das nämlich so, dann bleibt das auf der Ebene. Und ich bringe mal eben den Kronleuchter zurück. Ach, diese hässlichen Fackeln. Scheiß 2D-Zeug. So, Kronleuchter. Hoppa. Da ist er wieder. So, was müssen wir denn eigentlich machen? So ist es eigentlich auch viel schöner, ne? Oha. Das ist a schön. Ah, das ist schön. Guck mal. Hey, das ist auf E. Auf Q ist was anderes. Ich glaube, Fliegen geht auch, ne? Na, guck mal.
Ja. Ja, fliegen geht auch. Ja, okay. Das muss ich nochmal wieder rausnehmen. Das hier ist aber geil. Miau, miau, miau. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen kürzer hier alles, ne? Spielkind, Spielkind. So, genug gespielt. Kam ich da nicht sonst immer dran? Irgendwas ist anders. Vielleicht ist Carbon nicht mehr drin? Ja, das könnte es sein. Oh, du bist ein Idiot. Oh, nö. überhaupt muss ich erstmal meinen Kakao aufmachen hier. Schüttel, schüttel, schüttel. So. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich mir erstmal den Kakao auspacke jetzt gerade. Also ein bisschen Kratzen im Hals geht schon wieder los. So. Ah, da trinken, das wird man, glaube ich, nicht. Nachher, das wird nachher von Noisegate rausgefiltert. Und das laute Husten, das habe ich manuell rausgefiltert. Es übersteuert übrigens gerade alles wieder so ein kleines bisschen, habe ich das Gefühl. Irgendwie, ist jedes Mal, wenn ich das aufnehme, ist die Lautstärke anders. Kann das sein? Total verrückt. Ah ja, gut, wir waren stehen geblieben beim nicht mehr abbauen können. Das ist schön. So. Hier. Guck mal, da fallen die Steinchen runter. Mensch, was habe ich das vermisst? Und alle eingesammelt. Sehr gut. Ich wollte hier irgendwie mit. Wie hatte ich mir das gedacht? Ich wollte hier außen rum. Oder wollte ich hier innen die Treppen dran setzen? Wie sind das überhaupt? Ach ja, das ging ja nicht, ne? Plopp. Wie sieht denn das überhaupt aus? Oh. Ich glaube, das werde ich nochmal wieder ändern, dass das wieder ein Block mehr ist. Ich habe natürlich jetzt keine von den geschnittenen Treppen dabei. Ja, ich glaube, ich mache die erstmal so. Ich glaube, das wird fast ein bisschen zu eng, ne? Ich renne mal schnell hin. Ich das in hier gemacht. Da sind die direkt am Rand. Dann mache ich das da unten nämlich. Miau. Ich finde das cool. Miau. Aua, aua. Aua, ich blute, Eckart, hol Pflaster. Ham, ham. Ich werde mal eben kurz meine Energie mal wieder hochziehen hier. Gott, ist das teuer mit dem ohne Carbon. Meine Güte. Das ist nicht so geil, ne? Also, plopp, plopp, plopp. Da mache ich das nämlich hier genauso. Dann werde ich die auch am Rand einfach direkt anfangen lassen. So. Ach, ich finde das schön mit den Dingern hier. Plopp, 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 plopp. Einmal alles eingesammelt. So gut. Da. So. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Da. Was mir auch aufgefallen ist, jetzt hört man es wahrscheinlich nicht während der Aufnahme, sondern ich höre es halt beim Rumlaufen. Wenn man läuft, ich bin mal leise eben. So, hier ist das, was ich wollte. Ist das nicht schön? Das war vorher nicht der Fall, soweit ich mich da richtig dran erinnere an Carbon. Da war alles irgendwie, klang irgendwie gleich, wie man gelaufen ist. Finde ich auch ganz geil, ehrlich gesagt. Mensch, was mir alles entgangen ist, während ich Carbon gespielt habe. Meine Güte. Ach ja, ich wollte ja hier noch irgendwas machen. Diddlidlip. Treppen brauchen wir, und zwar. Da hat's gerade geknackt, diese hier. So. So? Ging dann nicht mehr irgendwie so? Ach so, das war alles schon. Okay, ich brauche natürlich ein paar mehr von den Dingern. 82 ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Wie viel brauchen wir denn? Zwei habe ich schon. Machen wir erstmal 30.
habe jetzt keinen Bock, das zu zählen. Zack. 32 von den Treppen hier. So. Dann haben wir nämlich schon mal einen von diesen Abschnitten hier fertig. Na, der hat ja fast... Ach, das war die falsche, ne? Mhm. So. Na komm. Plopp. Da hat ja fast geklappt hier. So, zack. Die dreht sich auch schon mal schön. So will ich das sehen. Naja, fast. So. Ja, mit dem Schraubendreher, der ist wahrscheinlich wirklich mal angepasst worden. Ist aber in Ordnung so. Man kann ihn so dann auch gut benutzen. Ich habe das jetzt gerade... Ich habe das jetzt gerade irgendwie nur auf einem Ohr gehabt hier. So, und hier kommen dann die Kronleuchter rein. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung so. So. Hat das auch gerade geploppt? Okay. So. Das ist übrigens auch so eine Sache. Dieses Mähen von den Schafen und... So, Entschuldigung. Muss mich gerade noch mal... Keuch, Hüstel. Gerade noch mal rausbannen. Das Mähen von den Schafen, das ist auch neu, ne? Ich glaube, das haben die vorher auch nicht gemacht bei mir. Ja, das ist aber dieselbe Mod. Das bedeutet also letztendlich, die Mod, die da in Carbon drin war, war veraltet. Weil die neue Mod oder die Mod eigentlich inzwischen mit Geräuschen ist. War aber eben, glaube ich, auch im Carbon-Forum-Thread so ein bisschen beschrieben, dass irgendwie Carbon eigentlich doch ein bisschen veraltet ist schon. Das ist nicht schlecht, ne? Es macht Spaß, es war gut, aber naja, die Technik entwickelt sich halt weiter. Und wenn dann irgendwie nach 3 Wochen immer noch kein Update vernünftig möglich ist, weil Carbon da irgendwie Ärger macht, ja, dann ist das halt so, ne? Dann gucken, dass Alternativen geschaffen werden. So. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es läuft ein bisschen schlechter ohne Carbon. Also von der Performance her, wenn ich jetzt nicht aufnehme, wenn ich aufnehmen müsste ich eigentlich so um und bei. Na holla. Gut, also das scheint besser zu laufen. Nehme ich überhaupt auf? FPS ein, FPS aus. Doch, ich nehme auf. Oha, das ist schön. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Es läuft super ohne Carbon. Es läuft hervorragend, großartig, toll. Na naja, gut, es läuft wahrscheinlich nur deswegen so gut, weil ich gerade im Keller sitze. Ja. Also, nächster Abschnitt auch fertig. Dann hier. Blöde Fackel weg. Ah ne, hier nicht, ne? Hier bleibt so. Das ist. Okay. Hier müssen wir schauen. Die Wand muss weg. Ich glaube, hier ziehe ich gerade durch einfach. Die Wand rutscht hier nach vorne. Wobei so am Rand ist irgendwie auch scheiße, ne? Guck ich mal. So, ich brauche diese hier. Ach ja, das ist ja jetzt alles ein Höher nur noch, ne? So. Da. Zack. Ja, so. Ups. Na, guck mal. Kann ich das sagen? Oder habe ich doch jetzt die... Ach nee, das war durchs Testen noch gekommen. Da sind irgendwo noch jetzt, Entities und Mobs übergeblieben von meinem Rumprobieren. Die sollen mich aber mal nicht weiter stören. Ich habe auch irgendwo noch Blöcke gefunden, die nicht richtig funktionieren. Ich habe geguckt, dass ich möglichst alles irgendwie übertrage und umändere. Aber so richtig alles komplett ist eben noch nicht, ne? So ein bisschen was ist noch übergeblieben. Mensch, bist du laut. Ja, aber es ist nicht weiter tragisch. Also es ist jetzt nicht so dramatisch schlimm, dass es nun irgendwie total scheiße wäre. Sind halt, ich glaube, die Silber ist nicht mehr da und noch irgendwas, irgendeine Stein- und Erzkombination ist auch nicht mehr verfügbar. Das ist aber zu verschmerzen. So. Das waren 3, ne? Wenn ich mich da richtig erinnere.
Ich renn mal schnell hin. Miau. Kurz mal nachgucken, wie viel das hier war. 1, 2 und der dritte ist es dann. So, jetzt ist der Sand drin, das ist auch schön. So ein kleines bisschen einschränkend ist das ja schon mit so wenig Inventarslots, ne? Das ist aber echt geil, da gewöhne ich mich jetzt dran, das mache ich immer. So, hier war ich, ne? So, 1, 2, der dritte ist es dann. Also hier kommen dann die... Kommen die denn? Ach, da habe ich noch einen vergessen, ne? So, da muss hin. Was sind hier kaputt? Was sind hier kaputt? So, wirklich mal. So. Zu. So, hier jetzt habe ich natürlich keine mehr von. Ich renn mal schnell hoch. So. Da habe ich nichts mehr, da habe ich nichts mehr. Da brennt irgendwas vor sich hin. Das heißt, ich glaube, ich brauche Sand, ne? Oh. Das ist echt cool, das ist total praktisch. Ich ja vorher nicht drauf gekommen bin. Freunde. War hier nicht mal... Nee, war da hinten, ne? Ich glaube, hier war das mit der Wüste, oder? Dip. Ja, wollte Gott sagen, wo ist meine Wüste hin? Da habe ich doch einen gesehen. Wo ist er denn, der Hühnerschrecker? Da unten sitzt er. Alter, was ist denn hier kaputt? Nochmal zwei. Oh, die eine ist gerade... Nee. Ja. Die wollen alle zu mir, habe ich das Gefühl. Da passt... Warum sterbe ich eigentlich gleich schon wieder? Ich muss mal eben schnell Wasser holen hier. Oh! Aua. Zu spät. Gut, wo komme ich denn jetzt raus? Ich glaube, ich stehe im Wald. Wo ich denn hier? Ja. Okay, das ist, ja. So. Warum auch immer ich da nicht gespawnt bin, wo ich hin wollte. Jetzt muss ich erstmal mein Zeug wiederholen. Das ist so praktisch. Unglaublich. Opa. Aber nicht übermütig werden hier, ne? So. Mein Zeug. Müsste hier irgendwo hier rumliegen. Oh, guck mal. Kann ich so reingucken? Ups, und da habe ich es wieder. Und der Eimer ist auch gleich voll. Das ist schön. Der Eimer. Ne? Der große Eimer hier. Der große Eimer. Dieser hier. Ne? Nicht das Ding hier. Nö. Der Eimer hier. Der ist voll wieder. Ja. So, Keller. Da waren wir stehen geblieben. Hier. Meine Güte, ist das praktisch. Wollte ich hier unten irgendwas machen? Ich wollte oben. Ich wollte Sand holen. Moment. Por favor. Oder wie auch immer man das ausspricht. Ich brauche Sand. Das heißt, ich muss zur Wüste laufen. Ich laufe mal da hinten hin. Ich glaube, da war auch noch irgendwo was Cooles. Ich kann ja jetzt ganz schnell reisen hier. Ja, hier. Total cool, die Landschaft hier. Mit ganz viel los und so. Oha. Fängt hier der neue Weltgenerator an oder ist sie einfach nur kaputt? Freunde? Du weißt, dass du hier gleich gegen die Wand fliegst, ne? Ja, damit hat dieses Let's Play dann wieder einmal bewiesen, dass der Name völlig gerechtfertigt ist, würde ich sagen. Gut, 20 Minuten, ne? Da hinten sind noch... Ah, ne, sind das diese...
Moment. Oha, das war knapp. Das habe ich genau gesehen. Da und da. Der, gut, die hatte ich ja nun schon. Meine... Aua. Meine Güte. Ja, ich wollte Sand holen in der Wüste. Aus der Wüste, heraus. Hier, nämlich so. Machen wir hier die Wüste mal um einen kürzer machen. Plop, 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 plop. Ich baue erstmal ab. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Mal schön Kakao getrunken. So. Ah, pop, 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 pop. Gut, das, ich glaube, das reicht eigentlich auch schon, oder? So. Ach, guck mal, wer bist du denn? Hallo, mein Freund. Ey, du Schisser, komm mal her. Bleibst du? Komm mal her. Hey. So, deinesgleichen kenne ich doch. Was geht denn mit euch? Da hinten. Jetzt bleib mal hier. Komm mal her. Sind wir Freunde oder? Sind wir Freunde? Und wieso portest du dich weg? Irgendwas haut doch hier nicht hin. Das ist doch irgendwie... Was ist denn mit euch? Aber wieso... Was? Also irgendwie... Muss ich nicht verstehen, ne? Muss ich nicht verstehen. So. Jetzt machen wir nämlich eben mal schnell ein bisschen Tür zu hier. Eben nochmal schnell so ein bisschen Sand. Der Glas. Weißt du Bescheid, ne? So. Zumindest, dass wir zumindest einen von diesen Blöcken mal fertig machen und dann ist die Zeit nämlich auch schon wieder rum. Weil, ist so und so. Na, was guckst du denn da? Ich sehe dich ganz genau. Ey, das ist nicht fair. Das ist nicht fair, Freundchen. Ich kann dich auch nicht treffen. Aber weißt du, was ich machen kann? Pass mal auf. Bam, weg. Was zur Hölle ist hier kaputt? Kann das irgendjemand nachvollziehen oder bestätigen zumindest oder irgendwie auch erklären? Wäre ganz geil. Außerdem bin ich gleich schon wieder tot. So langsam reicht's hier aber. Ah, ich habe aber nichts mehr zu futtern. Da muss ich mir nochmal was für überlegen, wie ich das am besten mache. So, wir brauchen das Zeug hier, ne? Da machen wir mal ein paar von. Dann tun wir sie nochmal rein und dann machen wir Super Glow Glass draus. Gott, sieht das dunkel aus. Das ist ja hässlich. Gibt's auch Ultra Glow Glass? Das muss zersägt werden. So war das doch. Na komm. Da brauche ich eh ganz viele von nachher. Von daher ist es egal. Ah, guck mal, jetzt werden sie hell. Super Glogle Slap. Die ganz dünnen brauche ich, ne? Was ist denn da der Unterschied? Ach, die ist noch kleiner, ne? Ja. 30. 30. Komm, leck mich mal am Arsch hier. So. Ach ja, Enter drücken war ja verboten. 99. Ich werde es eh brauchen. Ja, der Keller ist groß genug. Und so und so. Irgendwie kommt mir das so vor, als wenn ich so überhaupt nichts geschafft hätte, diese Folge. Gut, ich meine, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. War das echt so? Und hier mal zumachen. Meine Güte, das kommt mir so hell vor. Gerade nochmal gucken, ob das da das andere war.
Sieht aber auch so hell aus, ne? Das ein von denen. Das, 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 das. Das ist heller, ne? Oh, verkackt. Zack, zack. Miau. Einmal wieder runter hier. Gut, hier habe ich ein bisschen verkackt, aber das soll uns mal nicht weiter stören. Das ist auch so schon hell genug. Guck mal, nämlich, upsa. Das ist völlig in Ordnung. Das bleibt so. Das ist okay. Machen wir hier auch nochmal eben schnell einmachen. 3 und der ist es dann. Warum ist hier eigentlich offen? Ach ja. So, so. Nee, ein weiter, ne? So. Und dann brauche ich noch ein bisschen Hilfe bei, ja, ich bin ja sonst immer mit Carbon unterwegs gewesen und bin so ein bisschen ein Vanilla-Minecraft-Noob. Da wäre vielleicht ganz schön, ja, ne, ein paar Tipps vielleicht irgendwie, was ich noch optimieren könnte, Mods und so. Nein, Quatsch. Alles im grünen Bereich. Ich muss kurz nochmal überlegen. Ich brauche davon auf jeden Fall wieder ganz, ganz viele. So. Nein, aber ernsthaft, wenn ihr Ideen habt für irgendwelche coolen Mods, die ich noch ausprobieren könnte, oder für irgendwelche Einstellungen, die das Ganze noch ein bisschen cooler machen, oder irgendwelche Texture Packs oder sonst irgendwas, gerne her damit. Über alle möglichen Kanäle, die euch zur Verfügung stehen, über die ihr mich erreichen könnt, erreicht ihr mich auch. Also namentlich Twitter, Facebook, YouTube. Ne? Alle Kanäle, die es auf der Welt gibt. Zumindest alle wichtigen. So. Wäre ganz cool, einfach mal ein paar Vorschläge raushauen. Immer gern genommen. Gern auch ruhig schamlose Werbung fürs eigene Texture Pack machen. Also völlig in Ordnung. Oder wenn ihr Mod-Entwickler seid, immer her damit. Einfach alles zuspammen. Wenn es mir zu blöd wird, lösche ich's. Nein. Nee, ernsthaft. Also wer Ideen hat, gerne immer her damit. Und dann sollte es das für diese Woche erstmal gewesen sein. Wir sehen uns nächste Woche. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis denn. Tschö!